Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Bausimulator mit der lieben Skadi. Hallo. Wir wollen eine Brücke bauen. Immer noch. Fürs Stadion. Juhu. Und schon haut sie mich direkt wieder raus. Ja, Achtung. Was? Warum? Ich mach nicht unter schwebende Lasten gehen. Nein, das muss da vorne hin. Das muss doch da drauf, oder nicht? Ja, auf den LKW. Ja. Muss ich doch aber da so rüber? Ja, so ja, runter. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Und so. Also das sind Elemente für die Fußgängerbrücke, für das Stadion. Das sind Brückenplattenpakete. Brückenplattenpakete, ja, bist du dir sicher, dass es da so drauf soll? Ja, also es sollte eigentlich, also ich hoffe, der packt das auch. Ansonsten müssen wir einen anderen Anhänger holen noch. Ja, doch. Hast du da irgendwie grünes Ding oder so? Nee, ne? Nö. Okay, dann zieh nochmal hoch. Müsste das eigentlich sein? Oh, ich habe das Gefühl, der nimmt die nicht. Ich brauche bestimmt einen Tieflader, einen richtigen. Dann lassen wir das mal kurz so. Ja, guck mal, ob du jetzt da irgendwas findest. Wie könnte ich das jetzt so abstellen? Also hier bietet er mir jetzt wieder Fläche an, wo er sagt, darf ich hinstellen. Das hatte ich eben bei dir nicht. Ja, okay. Komm, dann machen wir das hier mal eben im Schnelldurchlauf. Oh mein Gott! Ja. Oh mein Gott. Hast du gerade gesehen, wie der Stahlhandel heißt? Nein. Stahlhart? Nein! Wie denn? Sanft und flauschig. das ist ja genau das Richtige. Namen gegeben. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja genau das Richtige wieder für dich. Sanft und flauschig. Ich fühle den Namen so dermaßen. Obwohl flauschig falsch geschrieben ist, aber das... Soll wohl so, ne? Ja, das kann, also ja, ich, also in dem Spiel denke ich, mittlerweile soll vieles so sein, wie es ist. Also so diese Zweideutigkeiten und so weiter, die sind hier ja echt, die kann man nicht von der Hand weisen. Ne? Stell dir mal vor, du heißt mit Nachnamen sanft oder flauschig. Ja. Auch dezent eine Strafe, ne? Stell dir mal vor, du heißt mit Nachnamen weiß nicht. Ja, okay, das ist... Gibt es den Namen? Ist das ein Nachname? Ja, gibt es. Gab es bei uns im Ort tatsächlich mal jemanden. Oh, das ist natürlich auch bitter. Oh, hallo, da bist du schon wieder. Ja, guck mal, ob du das hier drauf kriegst jetzt. Ja! Gab es bei uns im Ort... Kriegst du das zweite auch, ne? Ja, mit Sicherheit, da gehe ich von aus. Gab es jemanden, der... Oder gibt es auch jemanden, der heißt mit Nachnamen, weiß nicht. Da gibt's auch wieder irgend so eine Geschichte dazu. Von wegen, dass ihm er gefragt wurde, wie sein Nachname oder wie sein Name halt generell ist von der Polizei. Nein. Und er hat halt gesagt, weiß nicht. Und er konnte sich nicht ausweisen und sowas alles, ne? Ja, den haben sie dann natürlich erstmal mitgenommen. Ja, hinterher hat sich herausgestellt, er heißt einfach so. Oh, ja. Das führt natürlich zu, schwierig. Kann ja. Ich absolut verstehen. Ja, die Polizisten wollten ihm halt einfach nicht glauben, dass er weiß nicht heißt. Shitty, nein, darf ich nicht mit drauf machen. Okay, dann, das ist jetzt blöd. Warte mal, versuch mal das andere. Kannst du das andere vielleicht weiter vorstellen wieder? Er hatte mir, glaube ich, gar nichts anderes angebunden. Aber ich kann das da nicht noch mit drauf machen wahrscheinlich, ne? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Ja, ich stelle das hier mal kurz hier hin. So. Ja, das ist dann natürlich führt zu Verwirrung. Ja. Ja. Das ist natürlich auch hart, ne? So ein Name. Oh wow, jetzt sehe ich erstmal, wie du weinst mit flauschig. Wirklich mit K. Ja, deswegen sage ich gerade, das ist halt nicht ganz richtig, aber das soll... Ja, doch, es geht wirklich... Halt, wow. Ich will das nicht so hin und her schieben. So rum muss. Kannst wirklich noch weiter nach vorne? So, da mehr geht nicht. Ich glaube, der muss da nochmal anhängen gleich. Der sitzt noch nicht drauf. Oh, I see. Warum? Weil du den wahrscheinlich von da oben hast fallen lassen einfach. Nee. Nee?
Nee. Nein, natürlich noch kein Stück. Nein, hast so was würde ich nicht machen. Hm? Yay! Habe ich eben ganz genauso gemacht. Fast. So und nicht anders. So, das wollte ich nicht. Warte, wie ist das so? So. Ja, guck mal. Das sieht doch gut aus. Weil es wäre nämlich jetzt ein bisschen blöd gewesen, hätten wir dann zweimal fahren müssen halt, ne? Ja, ja. Lol. Das ist ja witzig, das. Ja, okay, er hat es nicht in grün gehabt, true. Jetzt aber. So. Passt. Haben wir. Wie das einfach so aussah, so ausklingt, bumm. Fertig. Drauf. Abfahrt. Schön. Ja. Wollte sagen. Los geht's. Auf geht's. Aber du brauchst ein bisschen länger, ne? Nö. Nicht? Warum? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, das Ding fährt langsam. Am Anfang. Das hat so Startschwierigkeiten. Das hat so Startschwierigkeiten. Ach so. Hatte. Aber vielleicht, weil das da auch so ein bisschen am Hang war. Ja, kann ich jetzt. Ah. Sag mal, willst du überholen hier oder was? Nö, ich habe nur gebremst. Und ich habe neben dir gebremst, also kam ich nicht rüber. Entschuldigung. ich war ja mein Bremsfehler. Der ist voll schnell bei dir. Ah, 60 fahre ich jetzt. Bei 50. Hallo, fahr doch. Der wird zu langsam hier, der Kollege. Und keine Zeit. Ihr wollt ein Stadion. Die EM läuft schon. Stimmt, ja. Die EM läuft schon, Leute. Wir müssen das Stadion fertig kriegen. Bisher haben wir noch nicht mal die Fußgängerbrücke. Ja. Wir müssen die Gäste drüber schwimmen. Über die Autobahn, ja. War da nicht Wasser? Ah, nee, da war eine Autobahn, stimmt. Stimmt, Wasser die, das, ich wollte sagen, das war die andere Brücke übers Wasser. Ja, Wasser war beim letzten Mal. Mhm. Obacht! Yay! Ab geht's! Vorsicht! Kleines Auto. Ups, sorry! Es tut mir sehr leid. Ach, alles halb so wild. Wir haben keine Zeit. Das ist alles für Fußball gucken und dann, ach ja, okay, macht gar nichts. Gute Fahrt noch. Ich passe nächstes Mal besser auf. Nee, jetzt schon runter? Nee, hier muss man nicht runter. Einfach nur geradeaus fahren. Oh. Jetzt ist auch gar nicht wieder sagen können, wie ich gefahren bin. Weil ich halt Navi an hatte. Ah, das sieht gut aus. Hier ist Baustelle. Nur geradeaus einfach? Ja. Das kann ich. So. Ja, da vorne sehe ich dich sogar wieder. 83 fahre ich jetzt. 83? Ui. Ah. Oh ja, Baustelle. Und da können wir sogar noch durch. Ja, bin ich, ne? Top. Sollte so weiter, wirst du, denke ich, mal drankommen. Hoffe ich vielleicht. Ja. Ich wollte sagen. Wer jetzt gesagt, stell dich einfach dahinter oder so und dann versuch die rüber zu kriegen. Ja. Ja. Okay. Seit wann sind denn diese Pfeiler hier? Waren die vorher schon da? Ja, die haben wir doch als Steine da, ne? Ja, diese kleinen hier. Das kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht sagen. Die großen, die hast du ja gesetzt. Genau. Das wusste ich. So. Yay. Holla. Weiter rüber. Dann ein ganzes Stück nach vorne. Ja, ja, ja.
Das sieht super aus. Ja, und jetzt mal runter. Perfekt. Ja. Mega. So. Dann kannst du zurücksetzen. So. Your turn. Wow. Wow. Da bin ich. Oh, okay. Wow, die sind aber auf einmal groß geworden, die Dinger. Oha, okay. Ach was, den Rest darf ich jetzt machen? Hey Jens, deswegen sag ich doch, it's your turn. Ich dachte, du schmeißt das zweite Paket auch noch runter. Ey. Ja, gut. Okay, cool. Sehr cool. Ich finde, also grafisch finde ich es halt echt cool gemacht. Und auch jetzt hier so mit dem Himmel. Das ist schon very cool. Ach so, ja, wegen den Sternen jetzt und sowas. Ja, super schön. Ja, das stimmt. Ja, mach du mal, ich zähle Sternschnuppen. Mach das. Gibt's hier Sternschnuppen? Weiß ich nicht. Ich muss mich konzentrieren, ich weiß es nicht. Ja. Hast du das irgendwie ausgepackt, oder? Ja. Ich hoffe nur, das geht jetzt auch, weil wir... Alter, die Fahrer, ne? We will see. Weil wir da so stehen jetzt mit dem Fahrzeug und so weiter. Was ist denn mit der Kamera los? Hä? Dann warte ich lieber, bevor das hier wieder alles laggy ist. Aber ich fahre mal hier den LKW weg. Wieso kann ich denn die Kamera nicht hochmachen? So, fahren den LKW aus dem Baustellenbereich weg. Geht wieder irgendwas nicht. Dann machen wir es halt hier drin. So. Hoffen wir mal, dass wir überhaupt da hinkommen. Sieht aber eigentlich noch ganz gut, wenn du es jetzt einfach am Seil runterlässt, genau. Wow, das ist abgeschätzt. Gut. Wie kann ich das nochmal drehen? Oh, nee, so nicht. Brauchst du, glaube ich, gar nicht. Lass einfach mal runter. Wenn sobald grün ist, setzt er es eigentlich. Also bei mir hat das eben auch, genau. Jetzt sagst du, jupp, genau. Yay. Oh, das wird jetzt schwierig da hinten. Kannst du am besten einmal rüberfahren? Ja, warte mal. Wir gucken mal, ob ich da hinten dran komme. Weil es ist ja schon ziemlich weit weg jetzt da hinten. Stückchen, ne? Au, ja, doch ein sehr weites Stückchen. Nicht hier hoch? Oh ja, nice, cool. Da hoch? Ja. Nein. Wow, okay, das ist, ja. So, weiter will er nicht. Oh, es geht! Ach ja! Oha! Oh nein, und noch eins. Da kommst du aber nicht mehr hin, oder? Ist er. Ach, das ist links daneben. Oh Gott, ich stecke hier vielleicht fest. Ja, ich sehe das nämlich gerade nicht, weil, wie gesagt, ich sitze im Kran drin. Also, ne, kann ich mich denn zurücksetzen? Wenn du so anfängst zu zittern, dann setzt er sich eigentlich automatisch zurück. Nee, ich, hat er nicht. Hab Sachen versucht und die nicht funktionieren. Sagen, da ganz hin. Musst du woanders hinfahren, ne? Weiß nicht, wir werden es sehen. Ich probiere es einfach mal. Weil die Entfernung ist ja eigentlich nicht wirklich viel größer als gerade. Ja, das stimmt. Sagen noch weiter. Noch ein Stück. Nee, du musst noch ein Stück. Warte, 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 kommt. Und runter machen, dann geht er weiter nach vorne. Dann noch ein bisschen. Ah. Ja, kannst. Wow. Mega. Bist du wieder frei? Ja, schon lange. Ich stehe hier und mache und Sache. Ich laufe jetzt gerade schon die Brücke hoch. Mache und Sache. Leute, das Kadi macht und sagt. Ja. So, die anderen Teile, ne? Die müssen wir auspacken noch. Okay, warte, oh ja. Dann setze ich eben zurück. Warte, ich befürchte halt, dass sie hier auf der Seite dann stehen. Genau. Hallo, ich möchte gerne rückwärts fahren. Dankeschön. Ich bin mutig, ja? Wer mutig? Ich bin mutig? So.
Warum? Haben wir das wieder zurückgesetzt? Lol. Bei mir lagen sie eben kurz hier. Ja, bei mir liegt jetzt nirgendwo mehr was. Bei mir sind hier die Sachen noch. Lebe ich bei dir gerade? Also bei mir sitze tatsächlich drin und ich kann Beton gießen. Es ist mehr. Bei mir stehen sie hier eingepackt. Was hast du oben links stehen? Beton gießen. Ah, ja, gut, okay. Müssen wir nur noch wissen, wo wir Beton gießen. Aber wahrscheinlich da oben drauf, ne? Vermutlich, ja. Ist denn bei dir... Das ist sehr merkwürdig. Ist das hier so, wie es jetzt ist? Ich kann hier hochlaufen, ja. Ja, okay, okay. Ach, hier oben drauf Beton gießen. Ja, geil. Das heißt, Betonpumpe, ne? Nehmen wir uns ja mit aus. Betonmischer. Ja. Ja. Ja, ist okay. Ich hole. Ich wollte sagen, das musst du wirklich machen, weil da bin ich gar nicht im Bilde. Naja, gerade interessant. Vor allem, dass er das selber jetzt gesetzt hat. Ja, dass die Dinger bei mir noch stehen. Aber wobei, das könnte sein, weil ich hab's ja diesmal auf Dingens stehen, ne? Mittel? Ja, genau. Ja, aber trotzdem, bei mir stehen die Platten da ja noch. Die liegen bei mir da noch. Im Haufen. Ja, gut, das ist so, wie wir sie hergebracht haben. Das ist natürlich wirklich blöd, ja. Er hatte die kurz bei mir auf die Straße gelegt, so wie wir es beim ersten Mal auch hatten. Und dann sind sie wieder zusammen auf den Haufen. Und jetzt, ja, ist das hier halt fertig. Hab mal höher. Was für eins? Willst du mitfahren? Kann ich machen. Ja, der Händler, der ist so rechts, ne? Ah, da bist du. Warum? Einsteigen. Bitte sag mir, dass du das gleiche siehst wie ich. Wenn das Ding gerade auf der Seite liegt, ja. Wie ist das passiert? Ich habe mit der Sache nichts zu tun, ich schwöre. Wirklich jetzt. Lol. Okay. Hast du gerade irgendwas gemacht, dass wir jetzt wieder stehen? Ich wollte ihn eigentlich zurücksetzen, aber irgendwie hat er anscheinend selber zurückgesetzt. Das Spiel macht wieder Sachen, okay. Ja, das Spiel macht wieder Sachen. Warte mal, vielleicht sollte ich mal Licht anmachen, ne? Jo. Interessant. Ich finde es halt immer schade, wenn die Spiele solche Fehler. Ich meine, es kann immer passieren, es ist halt nur die Frage, wie viel. Aber ich sage jetzt mal, wir haben hier im Multiplayer doch schon einige Wehwehchen immer wieder. Ja, schon. Das stimmt. Das finde ich halt schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil, also ich sage jetzt mal so, ich kann mir halt gut vorstellen, dass manch einer sagt: Boah, nee, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und deswegen spiele ich das halt nicht, weil ich sag mal, ne, eventuell so, ja, alleine macht mir das Spiel keinen Spaß. Mit mehreren kann ich es nicht zusammenspielen, also wird's beiseite gelegt, ne? Ist halt immer blöd, schade. Wenn das Spiel halt so dieses extreme Potenzial hat, einfach. Mhm. Ja, genau. Wenn ich das jetzt einfach mal so mit Police Simulator zum Beispiel vergleichen dürfte. Wo willst du mal kurz hier warten, weil wir haben hier noch zwei Fragezeichen. Ach so, ja. Dann. Nimmst du das rechts? Yes. Ja, genau. Police ist das schönste Beispiel. Ey, wir haben das ja auch so viel gespielt. By the way, da müsste auch das DLC jetzt bald kommen, ne? Ja, genau. So, ich habe ein Sägewerk gefunden. Und ich habe eine Tankstelle. Hat uns so viel Spaß gemacht. Aber die Fehler, die da einfach waren, die waren wirklich, wirklich böse. War halt anstrengend. Ja, und auch wir wollten ja unbedingt, das ist auch nach wie vor, ihr Lieben, nicht ad acta gelegt, unser wirklich 8 Stunden Police Simulator Stream. Aber wir haben ja gesagt, es macht keinen Sinn, 8 Stunden dahin zu gehen, wenn halt solche bösen Fehler sind, wie sie halt eben einfach waren, ne? Da brauchen wir uns nicht hinsetzen und versuchen, 8 Stunden da irgendwie was zusammenzuwursteln, wenn es halt einfach nicht geht. Deswegen hatten wir ja gesagt, wir warten auf das DLC. Haben dementsprechend auch noch mehr zu tun, ganz klar. Und hoffen einfach, dass das dann besser wird. Ja, das auf jeden Fall.
Es ist wirklich so ein schönes Spiel, aber es hat halt echt hier und da immer so seine Fiewehchen. Und wie schon gesagt, es ist halt ein bisschen anstrengend dann. So, gucken wir mal, ob wir von hier aus irgendwie da dran kommen. Wie mache ich das denn jetzt? Modus. Geh in den Modus, ja? Ja, geh in den Modus. Bin in den Modus. Muss gut befüllen. Hier haben wir jetzt beides drin. So. Gut, ich kann das auch alles sehen, was du machst. Das ist voll nice. Mach das, Nis. Das war halt eben, ja gut, das ist ein kleiner Arm, ne? Ein kurzer. Der anscheinend nicht nach vorne geht. Okay. Nee, ja. Sagen, kann das vielleicht an unserem Führerhaus liegen? Ja, ja, durchaus möglich. Dass das deswegen nicht geht? Ich wollte auch gerade sagen, es ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn du es genau so machst. Ich würde sagen, da dran liegt das, weil wir sonst dagegen kommen würden. Selbst da geht's nicht. Komm nicht weiter runter. Dann muss ich doch andere Richtung. Nehmen wir andere Richtung. Nehmen wir doch die. Das sieht besser aus, ne? Ja, guck mal. Ja, okay, das geht. Okay, nee, dann war es nur in falsche Knicklenkung. Gießen? Warum habe ich denn jetzt zweimal? Ach so, ich habe... Ah, ja, okay, ja. Gießen und gießen. Baumaschine ist leer. Nein, die ist nicht leer, Mann. Das jetzt da anmachen? Boah, jetzt sehe ich hinten wieder nichts, ne? Was möchtest du denn da sehen? Ja, ich muss ja irgendwie jetzt den Beton von dem Mischer muss ich ja jetzt irgendwie in die Pumpe kriegen, aber das schaffe ich nicht. Ja, ich will ja den Aufnahmebehälter füllen. So, jetzt. Spiel sagt nein. Ah, jetzt haben wir es. Okay, ich verstehe. Okay, cool. Oh, das ist kompliziert ein bisschen. Muss ich reinfuchsen. Okay, das ist krass gerade. Weil er sich selber hinten eingießt. Nee, sieht für mich ja gerade super kompliziert aus, das so alles zu treffen vernünftig. Lenken damit. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen tricky, ne? Weil du weißt ja selber, wie Betonpumpe so ist. War, glaube ich, das erste Mal, wo wir das hatten, ne? Ich hab Aua. War das nicht unser Parkplatz? Nee, das ist auch wieder die Brücke gewesen. Stimmt. Oh, ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich verdrängt. Die Brückenpfeiler, weißt du? Ja, das habe ich mit absoluter Sicherheit verdrängt. Oh, das Glück gehabt jetzt. Ne, da hat man schon wieder gesehen, das war gerade so ein bisschen buggy. Ja, das meine ich, das ist halt schade. Ja, aber mir auch. Das finde ich halt schade, ne? Also gerade auch so bei, also ist egal bei welchem Spiel, alle Spiele, die halt nicht so richtig funktionieren, das ärgert einen schon. Aber ich sage jetzt mal gerade halt auch so hier bei, ne, in dem Simulatorenbereich, du möchtest ja irgendwas wirklich simulieren, was du aus dem Real Life kennst. Und wenn dann halt solche Fehler sind, ärgert das halt einen schon ziemlich, finde ich. Das heißt, man gewisse Sachen, so, ne, Kinderkrankheiten und Co., können wir alle drüber hinwegsehen, aber ja, so manche Sachen sind dann schon unschön. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt los? Hallo, boom doch. Oh, jetzt haben wir wieder. Boah, ist das... Diese Betonpumpensteuerung, oder? Ja. Warum sagt er mir jetzt, die Baumaschine ist leer? Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte sagen, du machst ja noch was. Ist ja egal. Bin ich verrückt. Sagen, du kommst nicht weiter, ne? Nee, dafür ist der Arm ein bisschen zu klein. Ja. Müssen wir nachher mal ein bisschen umsetzen. ¿60% jetzt? Nee, nicht hoch, nicht hoch. Runter meine ich. Oh lol, ich sehe schon wieder nichts. So, ja, du machst aber mal. Schon, ist noch... Nein, was? Warum geht der nicht hoch?
Der Rüssel hier, der macht, was er will. Ja, aber noch funktioniert's. Also noch spielen wir ja hier gerade ganz entspannt weiter alles, wie es soll. Gib mir Mühe. Ich gehe davon aus, im Real Life ist das einfacher zu bedienen, oder? Mit Sicherheit, ja. Also, wie gesagt, ich habe selber noch nie bedient, aber es wirkt auf jeden Fall einfacher. Wobei man da aber auch sagen muss, das kann ich zum Beispiel vergleichen, Bagger und so weiter ist im Real Life wesentlich einfacher als hier. Ja, das haben ja bei mir auch schon einige gesagt bezüglich Drehschemel, ne? Drehschemel MLS. Was ja auch, ich sag mal, viele verzweifeln ja auch dran, sagen auch gar keinen Bock drauf und ne, macht keinen Spaß. Das heißt mal, ich musste mich da auch wirklich reinarbeiten. Hat am Ende funktioniert, zum Glück. Aber da haben auch so viele gesagt, kannst du nicht mit Real Life vergleichen, ist im Real Life wesentlich einfacher. Kann ich aber auch nicht vergleichen, weil ich habe halt auch im Real Life noch nie einen Drehschemel irgendwie bedient oder versucht damit zu fahren. Den kann ich mich dann nur halt auf das, ja, auf das zurückgreifen, was halt Leute zu mir sagen. Aber ich muss halt auch sagen, wenn es jetzt so ultimativ krass kompliziert wäre, glaube ich, wo viele Probleme mit haben, dann wird es das halt nicht so krass viel geben. Weil ja, dann sagen die Leute dann auch, ist ja, ich bin damit ja mehr am Verzweifeln, als dass es nützlich ist, was ja Zeit kostet, Zeit, die halt, ich sag jetzt mal, niemand hat, ne? Deswegen kann ich mir das halt auch nicht vorstellen, dass das halt so kompliziert ist, wie es ja in manchen Spielen dann halt einfach ist. Verstehe das hier schon wieder nicht. Warum? Ich krieg die nicht an. Dann wo, wo kippt er das denn da unten hin? Was macht er denn da? Er fängt immer nur an und dann ist wieder Feierabend. Ja, aber der kippt das ja da unten auch völlig in das falsche Ding rein. Jetzt, oder? Ne, jetzt. Ach, jetzt macht das da unten. Muss ich jetzt echt... Hä, aber ich kann den doch jetzt nicht mehr bewegen. Ich krieg diese Schuhe da unten nicht rein. Also ich kann den nicht da unten reingießen. Warum? Ich wollte sagen, es hat ja eben funktioniert, ne? So, sehr jetzt komisch. Wäre das richtig. Ja. So, jetzt steht er wieder da. Wenn ich den jetzt hochfahre. Und meinst jetzt du, dass er anmache, dann läuft er wieder da rein. Genau. Dann läuft er so gleich soll auf das die jetzt, Pumpe. Ne? Lol. Genau, so soll das jetzt. Jetzt, wenn ich den anmache, dann läuft er wieder. Yay. Ja, so gut. Also ein bisschen tricky. Aber hat geklappt. Sehr gut. 80% läuft. Komm nach wie vor, ich habe halt, als wir angefangen haben, so, wir bauen jetzt ein Stadion. Und ich niemals darüber nachgedacht, okay, wir fangen mit einer Fußgängerbrücke an. Also nee, überhaupt, hätte ich dass wir eine nicht. Fußgängerbrücke bauen müssen, das hatte ich so in keinster Weise irgendwie im Kopf. Ich meine, klar, macht irgendwo Sinn, ne? Also hast du ja bei manchen Sachen, will ich nicht abstreiten, aber ja, habe ich nicht mitgerechnet. Nee, das, also ja gut, hat man jetzt wirklich nicht so dran gedacht, weil, aber es geht halt auch um die Infrastruktur, ne? Ja, ja, genau. 97. Ja. Yeah. Was sagen? 100. Yay. Yay. Ah, gut. Jetzt brauchen wir die ganzen anderen Dinge. Okay. Zack. Okay. Fähnchen. Oh Gott. Bin eventuell vor dem Müllsack gefahren. Ups. Na, passiert. So. Und sagen die Sachen, die hier jetzt stehen, ne? Genau, das sind diese ganzen kleinen Paletten. Da. Let's go.
wir mal, ist das da? Hier schon mal was hinlegen. Ja, Mann. Ja. Nee, das sind die Wellblechdinger. Die Dinger sollen da nicht hin, die ich jetzt habe? Doch, die, das kommt hier hin. Hier hinten, wo ich gerade stehe. Dahin? Wow, ja. Wie soll ich das denn da hinbringen? Ja, umständlich. Das ist ja komplett über die Brücke rüber. Hm, na gut. Guck mal, ob ich hier oben hinkomme. Endlich. Müssten wir ja eigentlich von der Distanz hinkriegen. Hm? Steht zu dicht an der Brücke. Warum sagt mir das denn keiner? Nee, eins weiter. So brauche ich nicht versuchen, da hochzukommen. Oha, ich kann es nicht weiter ausfahren. Ich krieg es nicht. Ja, weil die Brücke im Weg ist, so. Ich hoffe gerade, dass ich so mit ein bisschen hin und her schwinge, da hinbekomme. Ansonsten stell sie irgendwo da in der Nähe, dann schicke ich die gleich rüber. Ja, bietet es mir aber gar nicht an, das andere Ding. Interessanterweise. Oh doch, das sieht gut aus, wo du gerade bist. Ah, oh jetzt. Haben wir. Okay. Super unrealistisch, gar keine Frage, Lieben. Na, niemand schwingt so die Sachen da hin und her, um das abzulegen. Ist aber, glaube ich, auch logisch. Ja, eventuell schon das ein oder andere Mal gemacht. Was? Wozu? So schwinge ich denn die Sachen da hin und her, um die abzuladen? Naja, weil du dann halt eben noch mal so einen Meter weiter kommst. Ach so. Ja. Also es kann schon passieren. Wenn das jetzt nicht gerade, Gott weiß, was Teures ist, was du da am Haken hast, dann... Kann man das mal machen, ja? Ja, dann könnte das schon mal vorkommen. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich hier die anderen beiden schon mal hier hinstelle. Ja, ich habe ja hier meine hier. Da fehlt, glaube ich, sowieso noch eins, ne? Ja, irgend so ein Wellblech. Ach, das Wellblechding, was weggeflogen ist. Ach ja. Oh. Da war ja was. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Putsch ist. Irgendwo. Ja, das ist so abhanden gekommen. Ja, und das meine ich halt, das ist halt ärgerlich, ne, solche Sachen. Sowas ist einfach ärgerlich. Oh mein Gott, das war ganz fix eins geholt kriegen. Das mache ich jetzt dann aber mal eben mit Schnellreise. Ja. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So. Hammer geil, Baustoffhandel. Hm? Wellblech, wo bist du? Ja. Kaufen. Der sagt mir sogar noch hier, muss noch eine kaufen. Okay, das ist komisch. Die Frage wäre jetzt, ob das Geld halt runtergegangen ist, ne? Für das andere, was halt Rutsch ist. Oh ja, das könnte natürlich sein, ja. Da hast du recht. Na, kriegen wir das? Nicht. Opa, ich wollte nicht aussteigen. Umfahren, anders fahren, umsetzen. So. Haben wir. And again.
einmal hier rüber. Und das Ganze nochmal. Jetzt sollte das auch funktionieren, ne? Haben wir? Hopp. So. Dann hoch. Hier raus müssen wir mit Sicherheit, ne? Einmal rüber. Ah. Oh, so, da wollte ich das gar nicht. Hm? Auf geht's. So. Die Sachen haben wir. Jetzt fehlt nur noch auspacken, das kann ich. Die. Okay, dann pack du aus. Ich mache jetzt hier mal eben noch dieses andere Wellblechding da hinten hin. Ja. Ich muss nur irgendwie da. Ach genau, hier. Da kommen wir hin. Vor allem schon wieder Betongießen, ne? Hat da. Betongießen 0%. Bei dir auch? Ja, stimmt. Ja. Ja, gut, kann ja sein, dass wir irgendwo noch was gießen müssen. Ja, wahrscheinlich unten, da wo die Treppen sind, sage ich mal, ne? Oh, das könnte sein. Oh, wie schön! Gut. Ja. Hopp. Wow. Dies haben wir. Ja, es sind hier die Treppen. Ich sehe es jetzt schon. Ich kann es hier schon sehen, wo wir das machen müssen. Lauf ich gerade schon drüber. Ups. Ey, hier auch noch auspacken. Ey, ja. Ich will auspacken. Oh, das kommt mit Sicherheit dann da oben drüber, ne? Oh ja. Bei dir was passiert? Weiß ich nicht, also... Jetzt, ne? Oh ja, jetzt ist bei mir ja, was passiert. Ja, okay, aber nur bei ja. Dem einen, das hier hinten, das liegt bei mir hier alles noch. Okay, das, ja, aber das... warte mal, genau, achso, markierten hier. Bereich räumen. Ja, ich fahre ja schon weg, Entschuldigung. Ich bin schon weg. Ich fahre ja schon weg. Hetzen Sie mich doch nicht immer. Ich wollte doch nur meine Arbeit hier machen. Oh, ich hätte jetzt gedacht, Stützen einfahren reicht. Bums. Ah, ja, okay. Wir müssen da eventuell noch was setzen. Warum sind die jetzt hier unten? Ja, damit du das noch da oben drauf setzen kannst. Warum hat er das auf der anderen Seite selber gemacht? Weil wir nicht in dem großen Modus sind. Ach ja, stimmt, da war was. Ich erinnere mich. Okay. Ja. Guti. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, ne? Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Hey, war gut. Aber sieht schon mega aus bisher. Ist cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Krasse ist halt, wir sind noch nicht mal ansatzweise beim Stadion. Deswegen bin ich gespannt, was da dann kommt, wie das wird und so. Oh ja, das da bin ich, auch gespannt. Also Platz ist da unten ja genug. Das wird groß, das Ding, glaube ich. Ja. Das wird, glaube ich, echt groß. Ja, von daher, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut gerne bei der Scuddy vorbei. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt oder hier am Ende des Videos. Und Yannick bei mir auch, wie immer. Und ansonsten, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.